Hey Leute, David von iDesignish hier. So, heute zeige ich euch mal, wie ihr so Massagebälle erstellen könnt. Ich hoffe, den einen oder anderen gefällt es. Und zwar, wenn es so ist, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und wenn ihr meint, es könnte jemand anderen interessieren, könnt es gerne teilen. Weil ich mache momentan echt übel zu D-Abos und das ist wirklich etwas demotivierend. Deswegen wäre echt cool, würde mir echt was bedeuten, wenn ihr meine Videos mögt und gerne gucken wolltet. Könnt ihr mir gerne, wie gesagt, ein Abo dalassen und auf jeden Fall auf die Glocke klicken, dass ihr dann noch ein bisschen mehr up to date seid. Also, jetzt auf jeden Fall erstellen wir uns erstmal eine Kugel. Dann gehen wir hier auf Darstellung, gehen hier auf Ground Shading, das heißt die Linien, dass wir uns die Linien angucken können. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Das heißt, unser, was wir machen wollen, ist im Endeffekt nur die Polygone zu extrudieren. Das heißt, wenn wir uns jetzt also C drücken, um das halt die Flächen bearbeiten können, und wir auf unser Polygonwerkzeug gehen, also unser Auswahlwerkzeug, und beispielsweise mal oben, wählen wir unser Selection Tool halt und oben zum Beispiel einfach mal selektieren, rechte Maustaste und dann innen extrudieren, sehen wir, das ist quasi nicht das, was wir haben wollen, denn das geht in diese Richtung und das wollen wir nicht. Deshalb drücken wir STRGZ, um das halt rückgängig zu machen. Das heißt, wir gehen dann in unsere O-Perspektive mit der mittleren Maustaste, wählen uns die oberen zwei Ringe an und löschen, das heißt gehen auf Entfernen. Das heißt, wenn wir zurückgehen, haben wir oben entfernt und das machen wir unten natürlich auch. Das heißt, und gehen auf Löschen. So, jetzt haben wir sowas hier. So, jetzt drücken wir STRG und A, um alles zu selektieren. Rechte Maustaste und innen extrudieren. Innen extrudieren. So, jetzt ist hier Gruppe erhalten. Das heißt, wenn wir die erhalten, sehen wir, dass wir das Ganze... So, sorry. Also sehen wir, dass wir das Ganze halt quasi als ein Objekt extrudieren, eine Fläche. Deswegen gehen wir hier auf Gruppe enthalten, also erhalten, gehen auf das, also weg. Und so haben wir jetzt jedes einzelne Polygon quasi können wir selbst beeinflussen, also selbst extrudieren. Das heißt, machen wir das ein klein bisschen enger. Das heißt, ich denke ungefähr so, ich denke, okay, müssen wir gucken. Und jetzt rechte Maustaste extrudieren und ziehen das in die Höhe, so dass es einigermaßen passend wirkt. Ich denke, so ist in Ordnung. Genau. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Extrude-Knob packen, also Subdivision Surface, sehen wir, sieht schon mal so aus wie so ein Massageball. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass oben und unten nichts ist. So, das kann man natürlich entgegenwirken, indem wir unsere Kugel rausnehmen und uns eine weitere Kugel erstellen. Da haben wir. So, jetzt also gehen wir unser Objektwerkzeug oben hier und indem wir das drehen, das heißt, ist egal, beispielsweise 90 Grad, jetzt haben wir halt diese Fläche hier. Und das ist, was wir haben wollen. Das heißt, wir drücken C wieder, um das zu editieren. Dann nehmen wir unser Selection Tool und unser Polygon Selection Tool und selektieren uns einfach mal so die oberen paar Polygone. So. Das wollen wir natürlich haben. So. Machen wir das Ganze unten auch. Das heißt, wir drücken, halten Shift gedrückt und markieren uns dieses Feld. So.
Und zwar, jetzt haben wir natürlich das selektiert und wir wollen allerdings den Rest selektiert haben. Wie machen wir das? Und zwar, wir gehen auf Selektieren. Dann gehen wir auf Selektionen invertieren. Das heißt, wir haben jetzt alles selektiert, was wir vorher, also genau das Gegenteil invertiert quasi. Das heißt, alles, was jetzt nicht selektiert war, ist jetzt selektiert. Und da gehen wir darauf entfernen und machen das weg. Jetzt, wie wir sehen können, haben wir eine oben und unten. Das heißt, wir gehen jetzt wieder selektieren alles, das heißt STRG-A. Und machen das Spielchen nochmal wie vorne auch. Das heißt, wir gehen auf unser, also rechte Maustaste, dann auf Innen extrudieren. Gehen auf Zuweisen, da wir ja schon die Daten haben vom Rest der Kugel. Dann gehen wir rechte Maustaste wieder, dann auf Extrudieren, gehen wieder auf Zuweisen. Die Daten haben wir ja. Und wie wir sehen können, haben wir jetzt eine Kugel. Ja, eine Kugel. So, jetzt können wir natürlich alles in einen Extruder packen. Obwohl, machen wir, also selektieren wir beide Kugeln, kopieren die dann, das heißt Alt G, dann haben wir ein Nullobjekt und können das in ein Extruder packen. So, und wie wir sehen können, haben wir jetzt die ganze Kugel, also mit Noppen quasi. Wenn euch das oben nicht so gefällt, dieses quasi wie ein Rechteck, könnt ihr die Kugel oben selektieren, das heißt, dann könnt ihr jetzt auswählen, dann Objekt-Tool und ihr könnt es auch von mir aus ein bisschen drehen, damit es vielleicht ein bisschen besser wirkt. So, können wir drehen. So, und jetzt machen wir uns dann eine Szene, und zwar machen wir uns eine Ebene. Die Ebene machen wir ganz groß, ganz groß. Bisschen so. Dann mittlere Maustaste und ziehen wir die natürlich die Ebene auf die Noppen hier unten, damit es quasi auf dem Bund steht. Na, was haben wir gerade gemacht? Ah. Okay. Warum auch immer, dass es vertauscht ist. Naja, gut. Muss ich gerade nicht verstehen. Naja, egal. Also, dann machen wir es so oben. Mit der Maus das wieder. Dann ziehen wir es noch ein bisschen größer. So. Jetzt machen wir uns ein paar Lichter. Ich meine, ich mache es mit Redshift. Deswegen, falls die Leute Redshift haben, könnt ihr mir gerne folgen. Ansonsten macht einfach ganz normale Lichter. Das ist im Endeffekt dasselbe, nur halt Redshift ist halt ein anderer Renderer. Das heißt, wir gehen hier auf Lights. Dann gehen wir auf Area Light. Und ziehen uns das Area Light 1 hier. Ja, dann kopieren wir das C und V. Dann 1 oben hin. Damit man natürlich auch oben was sieht. Und 1 von der anderen Seite. So und runter. So, jetzt müssen wir mal gucken.
Und zwar, wir gehen auf Render Voreinstellungen, gehen auf Renderer, auf Redshift und rendern wir es mal ganz kurz, wie es ausschaut. Ah ja, okay, das Licht sieht man nicht. Okay, gut. So, dann als nächstes wollen wir natürlich Texturen haben. Das heißt, wir gehen auf Erzeugen, Redshift, Material. Doppelklick und dann auf unser Material. Dann gehen wir hier aber nur ganz kurz bei Custom, machen wir Plastik und Plastik wählen wir mal ein Gelb zum Beispiel. Um halt einfach einen gelben Massageball zu haben. Den Ball klatschen wir dann auf unser Hypernerv und wir gehen auf Erzeugen, dann auf Redshift, Material und ziehen das auf den Boden hier. So, und dann nehmen wir uns hier also Dateien, eindesignen und suchen uns eine na, Texturen, wollen wir es, hier wird ein Boden, nehmen beispielsweise das, das heißt wir gehen auf, also Mitte, rechts ab, Doppelklick, gehen auf unseren Graph, öffnen wir. Und ziehen unser Holz rein. Dann gehen wir hier, machen hier dieses Klicken auf den Kreis, halten gedrückt und ziehen das hier auf unser Input quasi auf unser blaues Symbol. Dann haben wir hier Diffuser, das heißt, wir wollen die Farbe dem Boden entsprechend haben. So, und jetzt wollen wir noch natürlich ein bisschen Bump haben, das heißt ein bisschen Relief. Das heißt, wir gehen hier auf Suchen, machen wir mal Bump, gehen auf unser Bump Map, halten gedrückt per Drag and Drop, ziehen wir es rein. Dann nehmen wir nochmal unser Boden, ziehen wir diesen Kreis wieder auf unser Input, gehen auf Textur, gehen auf Input. So, dann gehen wir hier auf unser Out und gehen bei Material auf unseren Input und gehen auf Overall und Bump Input. Das heißt, das ist jetzt quasi wie Relief. Das heißt, wir rendern was. Bevor wir es rendern, müssen wir natürlich noch die Projektion ändern. Das heißt, wir gehen auf Quader und wir gehen auf nahtlos. Gucken wir mal. Genau, und wie wir sehen können, haben wir jetzt ein bisschen Relief und auch ein bisschen Spiegelung. Ist jetzt ein bisschen extrem, deswegen gehe ich nochmal rauf. Gehe dann auf unser Material. Mach dann unsere. Was mache ich da mal? Na, Roughness mache ich mal auf 2 ungefähr. Rendere ich mal. Ja, so sieht es doch schon mal okay. Also ich mag das. So, jetzt ist das Lighting, muss noch ein bisschen mehr effektiver sein. Das heißt, wir gucken mal, können ein bisschen damit experimentieren. Das heißt, unser hier das Licht, das machen wir mal, aber wir können auf unseren Intense Multiplier gehen. Das heißt, die Effektivität, also wie hoch der, wie hell das sein soll, können wir bestimmen. Das heißt, wir gehen mal auf 5. Dann gehen wir hier mal auf beim oberen auf 7. Und hier gehen wir mal auf 3. Das könnte jetzt ein bisschen zu intens sein, aber gucken wir einfach mal. Ja, obwohl ist doch okay. Jetzt können wir halt da hinten nochmal ein Licht machen. Eine Lichtquelle. Das heißt, wir nehmen unsere obere Lichtquelle C und duplizieren das und packen die hier hinten hin. So, jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Vielleicht ein bisschen zu hell.
Ja, das ist doch eigentlich schon ganz in Ordnung. Was wir natürlich machen können. Können das Lightning doch ein bisschen noch verändern. Na. Na. Ziehen wir sind kleiner. Und dann gucken wir mal. Ja, okay. Jetzt machen wir vorne noch ein bisschen Lightning, weil wir sehen können, wann hier fällt kein Licht, nur Schatten. Das sieht nicht so gut aus. Das heißt, wir nehmen Nummer 3, duplizieren das und drehen das noch da. Jetzt schauen wir uns das mal an. Okay, so ist doch schon mal gut. Jetzt können wir uns das erstmal duplizieren. Das heißt, wir gehen auf unser Surface, kopieren das. Das heißt, STG-C. Packen das 1 hier hin. STRG-C. Packen 1 hier hin. Und dann wollen wir die Farben natürlich verändern. Das heißt, wir gehen auf beispielsweise Rot. Und bei dem zum Beispiel auf, machen wir mal Blau. Dann gucken wir, rennen wir mal, wie es ausschaut. Ja. Wie ihr sehen könnt, sieht doch schon mal cool aus. Ich finde es persönlich, das reflektiert ein bisschen zu viel. Das heißt, ich gehe hier auf unser. So, also sorry, da das noch ein bisschen zu hell ist, also die Reflektionen, gehe ich hier auf unser Material. Dann machen wir unseren. Also, um euch das zu zeigen, Redshift gehe ich mal ganz kurz auf eine Render-Review. Das heißt, wir hier gehen. Also, so sieht das jetzt aus. Das heißt, wir haben was unser Rotes. Das heißt, guckt hier mal. Wenn wir jetzt auf dieses Antithrosophie, keine Ahnung, wie man ausspricht, wenn ich das hochstelle, ist es einfach ein bisschen mehr gekräuselt. Das heißt, es ist halt einfach nur reflektiert, nicht so, wenn ich das jetzt auf 0 mache oder beziehungsweise 1 mache, seht ihr einfach, sind halt einfach die Lichtobjekte mehr zu sehen. Wenn ich auf 1 gehe, ist es halt einfach weniger. So, das mache ich jetzt bei allen, weil das ist mir jetzt so doof, das ein bisschen alles so nochmal fein zu arbeiten. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es halt ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Feinstift geben. Und rot auch, gelb auch nochmal. So, dann machen wir bei reiner Voreinstellung Redshift natürlich die Sample ein bisschen hoch, weil umso mehr Samples ihr habt, desto smoother wird es halt. Denn wenn wir das jetzt rendern, beispielsweise, wie ihr gerade gesehen habt, sind die Schatten einfach ein bisschen pixelig, die Schatten. Und wenn wir das jetzt rendern mit 500 Sample zum Beispiel, sehen wir halt, dass die Schatten einfach ziemlich abgesmoothed sind. Was mir aber jetzt noch nicht gefällt, ist, dass es immer noch so viel zu dunkel ist hier. Aber naja, gut. Auf jeden Fall, ja, das Tutorial an sich, hoffe ich, habt ihr soweit verstanden. Das heißt, was wir natürlich machen können, ist nochmal oben drehen halt, damit es noch ein bisschen besser wird. Aber gut, auf jeden Fall könnt ihr gerne rumexperimentieren. Auf jeden Fall war es so ein bisschen. Das heißt, im Endeffekt, ja, habt ihr ein paar coole Massagebälle erstellt. Könnt ihr mal gucken, wie ihr das natürlich nochmal erstellen könnt. Ja, ihr könnt mit Licht noch ein bisschen rumspielen, weil ihr seht gerade, ist ein bisschen Schatten dabei. Aber ja, gut, also das war es soweit.
meine, wenn es euch gefällt, wie gesagt, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo, würde mich echt freuen. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.